1492 entdeckte Christoph Kolumbus Amerika, sagt man, obwohl das auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Zu dieser Zeit dachten die Menschen, die Erde ist eine Scheibe. Wenn man nach Westen segelt, über den Atlantik, dann fällt man dann irgendwann mal in die Hölle. Es waren die großen Seefahrer, die in die Hölle segelten und dabei einiges Neues entdeckten. Vasco Núñez de Balboa. Als erster Europäer erblickte er den Pazifischen Ozean. Er rief seine Leute zusammen und erklärte seine Absicht, die Landenge von Panama zu überqueren. Sein Mut übertrug sich auf die anderen. 190 Soldaten erklärten sich bereit, ihm zu folgen. Unter ihnen befand sich auch Francisco Pizarro. Im April 1532 landete Francisco Pizarro an der peruanischen Küste. Die schnelle Expansion der Inka und deren Zwangsregime mit Deportationen hatten eine enorme Unzufriedenheit unter den unterworfenen Völkern hervorgerufen, die zur Instabilität des Reiches beitrug und zu Aufständen der Völker, die nun eine Chance zur Befreiung erkannten, was Pizarro systematisch ausnutzte. Die Niederwerfung eines Reiches von 6 Millionen indianischen Einwohnern mit nur etwa 250 Männern wäre ohne die zahlreichen indianischen Alliierten nicht möglich gewesen. Pizarro war ein rücksichtsloser Machtmensch. Er ging tapfer, entschlossen und zielstrebig vor. Er war Analphabet. Schauen wir mal nach Mexiko. Hernán Cortés. Mit Hilfe seiner indianischen Verbündeten eroberte er das Aztekenreich und dessen Hauptstadt Tenochtitlan. Der Sieg über die Azteken war 1521 das bedeutendste Ereignis der europäischen Expansion in Amerika. Der spanische Entdecker Hernando de Soto war am 8. Mai 1541 der erste Europäer, der den Mississippi sah. 1524 sichtet der Italiener Giovanni de Verrazzano als erster Europäer die Insel Manhattan. Die Mündung des Amazonas wurde 1499 oder 1500 zum ersten Mal von Europäern entdeckt. Der Italiener Amerigo Vespucci und der Spanier Vicente Yanez Pinzón kamen fast gleichzeitig mit ihren Schiffen an. Francisco de Orellana befuhr den Fluss von 1541 bis 42 als erster Europäer von der Quelle des Amazonas-Nebenflusses Napo im heutigen Ecuador bis zur Atlantikmündung. Er beteiligte sich an der Expedition von Gonzalo Pizarro, einem Bruder von Francisco Pizarro. Eine Zeit lang wurde der Amazonas deswegen Rio Orellana genannt. Er war eigentlich auf der Suche nach dem legendären Goldland El Dorado. Am 10. August 1519 begann die Reise in Sevilla. Magellans Flotte bestand aus 5 Schiffen. Magellan begann die erste Weltumsegelung, konnte sie aber persönlich nicht beenden, da er während der Reise getötet wurde. Die Geschichte seiner Reise ist vor allem durch die Aufzeichnungen des Teilnehmers Antonio Pigafetta bekannt geworden. Er begleitete Magellan auf seiner Weltumsegelung und beschrieb die Reise in einem Buch. Magellan wurde am 27. April 1521 von Einheimischen auf den Philippinen getötet. Von 5 Schiffen und über 200 Mann Besatzung kehrte am 6. September 1522 nur die Nau Victoria mit Pigafetta und 17 weiteren kranken Männern zurück. Die Portugiesen waren die ersten außerhalb ihres Landes, die Kolonien hatten. Mit der Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung durch Bartolomeo Dias im Jahr 1487 und der Entdeckung Indiens durch Vasco de Gama im Jahr 1497 stieß Portugal als erste europäische Macht tief in den Indischen Ozean vor. Die Seefahrer bemerkten den enormen Reichtum vieler Staaten, der vor allem durch den Handel mit Gewürzen entstand. Die Kontrolle des Gewürzhandels
Also die Garantie, alleiniger Abnehmer der Gewürze zu sein, bedeutete eine Vormachtstellung in Europa. Als erste Kolonialmacht erreichte Portugal Südostasien und eroberte die Stadt Malakka im Jahre 1511. Die Straße von Malakka ist heute noch eine wichtige Handelsroute. Der Vertrag von Tordesillas kam 1494 auf Betreiben von Papst Alexander VI. Zwischen den damals vorherrschenden Seemächten Portugal und Spanien zustande. Er sollte eine bewaffnete Konfrontation zwischen diesen beiden damals bedeutendsten katholischen Mächten verhindern, indem er die Welt in eine portugiesische und eine spanische Hälfte aufteilte. Die anderen großen Seemächte, England, Frankreich, Holland, erkannten den Vertrag nicht an. Ende des 15. Jahrhunderts erreichten portugiesische Schiffe Indonesien. Sie waren die ersten, die über die Route um das Kap der Guten Hoffnung kamen. Das Wissen um diesen Seeweg nach Asien blieb einige Jahrzehnte portugiesischen Seefahrern vorbehalten. Nach den großen Entdeckungen nahmen Portugiesen und Spanier Land für ihre Krone in Besitz und betrachteten sich als legitime Herrscher über bis dahin unbekannte Völker. Die Edelmetallvorkommen in Südamerika wurden für Madrid und Lissabon ausgebeutet. Die Holländer kamen durch die Einfuhr exotischer Gewürze zu Reichtum. Die Überlegenheit europäischer Waffentechnik machte es möglich, den Widerstand der einheimischen Bevölkerung zu brechen und europäische Herrschaftsstrukturen, christliche Religion und Kultur auch in die entlegensten Winkel der Erde zu tragen. Die großen Seefahrernationen, zu denen bald auch England und Frankreich gehörten, schickten Expeditionen aus, die auf dem neu entdeckten Gebiet ihre Flagge hissten und es damit dem Mutterland einverleibten.